Vor 4 Wochen hat Irene Ivancan bei der Tischtennis-Europameisterschaft Silber gewonnen. Jetzt ist sie zurück in Berlin und im Bundesliga-Alltag und spielte heute mit dem TTC Eastside gegen Schwabhausen. Boris Poschalski hat Irene Ivancan beobachtet. Aufprall in der Realität. Irene Ivancan hat ihre ersten beiden Spiele verloren. Diskussion. Anspannung im Team, der Star unter Druck. Sie führen nur mit 4:2 gegen die krassen Außenseiter. Auch nach EM-Silber wird einem im Tischtennis nichts geschenkt. Überhaupt nicht. Ich glaube, jetzt erst wollen die Gegnerinnen erst recht gegen mich gewinnen. Und ja, jeder Spieltag ist ein neuer Spieltag. Da ist man zwar jetzt Vize-Europameisterin, aber trotzdem geht ja der Bundesliga-Alltag weiter. Es geht weiter, noch schlimmer. Ihr letztes Spiel an diesem Tag. Gegnerin wird die Chinesin Ting Yang sein. Eigentlich eine klare Sache, aber nicht heute. Nichts geht. Ivancan ist völlig von der Rolle. 2:11 verliert sie den ersten Satz. Ein kleines Sportdrama bahnt sich an. Sie will zu den Olympischen Spielen, ist als Berliner Sportlerin des Jahres nominiert. Aber Ivancan kämpft. Abwehrspezialistin ist sie, muss plötzlich gegen die defensive Chinesin auf Angriff umstellen. 2:2 steht es in den Sätzen, ein ganz enges Match. Spätestens jetzt im 5. hat sie richtig Spaß am Schmetterball gefunden. Ein sensationeller Ballwechsel, Erleichterung, aber auch dafür gibt es nur einen Punkt. Also am Ende denkt man, oh mein Gott, hätte ich den jetzt verloren oder Gott sei Dank, ist es jetzt meiner. Und dann im nächsten Augenblick denkt man, okay, jetzt mach bloß keinen einfachen nächsten Fehler, sonst war die ganze Arbeit der letzten 7 oder 8 Ballwechsel völlig umsonst. Matchball, keine leichten Fehler mehr. Irene Ivancan hat das Spiel noch einmal ins Ziel gerettet. Ihr Punkt, der letzte und entscheidende. Eastside schlägt Schwabhausen 6:2, Bundesliga-Alltag, aber Träume bleiben. Allerdings glaube ich, dass ich noch ein paar gute Jahre vor mir habe und die ich dann sicherlich nutzen kann, um vielleicht den Vize-Europameisterin-Titel entweder zu bestätigen oder hoffentlich, naja, vielleicht noch mal zu verbessern. Das wäre schön, glaube ich. Die deutsche Meisterschaft mit Eastside Berlin. Wäre aber sicher auch nicht zu verachten.